ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Ja, Weihnachten ist vorbei, aber wir machen weiter jetzt mit unserer 15-15-Show. Sie haben hoffentlich auch schöne Weihnachtsfeiertage gehabt. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und wir Ihnen jetzt wieder Schnäppchen präsentieren können. 15 Uhr ist es, das bedeutet, jeder Artikel in der nächsten halben Stunde kostet nur 15 Euro. Unmöglich? Wir sagen nein. Alles hat bis jetzt mehr gekostet, aber die nächste halbe Stunde reiht sich Schnäppchen an Schnäppchen. Wir legen auch sofort los, es schlägt wieder 15. Ja, als erstes habe ich Ihnen was richtig Süßes mitgebracht. Ja. Das wohl kleinste Bügeleisen, was jetzt schon hier im Vorfeld wieder für Begeisterung gesorgt hat. Ingo, du hast es direkt kommentiert. Ja. Es ist doch genial, so ein kleines Bügeleisen, oder? Ja, vor allem so praktisch. Für Barbie-Haus, ne? Für zu Hause ist es super praktisch, für unterwegs natürlich umso mehr. Weil du hast hier auch ein super Säckchen, das heißt, du kannst dein Bügeleisen jetzt einfach mal mitnehmen, ins Büro mitnehmen. Für den Urlaub natürlich ist das auch super genial und es ist so herrlich aufgeräumt auch. Ne? Du hast hier die Möglichkeit, auch das Kabel so richtig schön drumherum zu wickeln. Du hast ein ordentlich langes Kabel, aber es ist schön aufgeräumt, es ist nicht zu viel. Dadurch, dass das halt hier ergonomisch so gestaltet ist, dass wir hier viel Platz haben, das Kabel aufzurollen und dann entsprechend das Endstück auch hier einzuklemmen. Lässt keine Wünsche offen. Wir haben sogar einen Temperaturregler hier oben auch. Wir haben eine Dampffunktion, das heißt auch mal in der Vertikalen einfach mal ein Hemd noch, was da hängt, bügeln, ist auch kein Problem. Oder Sie legen sich im Hotel beispielsweise einfach ein Handtuch mal auf diesen Schreibtisch und dann können Sie darüber auch schön bügeln. Wir haben eine super Anti-Haft-Bügelsohle, sodass es auch richtig schön gleitet. Und das ist einfach ideal, das sollte man zu Hause haben. Übrigens, wenn wir auch von Reisen sprechen, wir haben auch einen Spannungsschalter mit dabei. Das heißt, egal ob 120 oder 230 Volt, fast überall kannst du dieses super süße Bügeleisen verwenden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Bügeleisen ideal ist, um Hemden zu bügeln, gerade wenn es um den Kragen geht, oder Ingo? Ja, gerade guck mal hier, da sehen wir es gerade mal im Beispiel. Es passiert so oft, also man packt die Hemden ein, so ordentlich es überhaupt nur geht. Egal, ob das jetzt Oberhemden sind oder T-Shirts, wenn man die aus dem Koffer holt, sehen die nicht mehr ganz so frisch aus. Und hier kann man eben wirklich alles wieder auffrischen, frisch aufbügeln. Gerade so Kragen, wie du gesagt hast. Ne? Gerade wenn man die jetzt so im Winter natürlich unterm Pullover trägt, dann ribbelt das schon mal, weil der Kragen mal drunter im Pullover ist, mal über dem Pullover. Bügelst du selber deine Hemden? Ich bügel selber meine Hemden tatsächlich. Das sieht so schön aus. Ich wollte eigentlich vor allen Dingen darauf hinaus, dass du ja bei dem Kragen, bei so einem Hemdkragen, da ist es, glaube ich, von der Größe her auch super praktisch, ne? Dass du da auch wirklich den Kragen gut entlang bügeln kannst. Du bügelst auch gerne Hemden, Diana. Ja, ich bügel auch gerne. Ich bügel sogar meine Bettwäsche. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich bin unterwegs im Hotel, kann ich auch meine Kissen bügeln. Nein, ich mache Spaß, aber wirklich sehr, sehr praktisch. Wie hast du gesagt, für unterwegs, das ist einfach perfekt. Und für Männer, für Business-Trips und sowas, ne, das, wenn du musst natürlich die Hemde anziehen, das ist wirklich genial. So süß, klein, kompakt und wiegt nicht so viel, das ist auch wichtig. Ja. Super leicht, natürlich, selbstverständlich. Also da ist wirklich an alles gedacht worden, um auf kleinsten Reihen beste kleinsten Raum beste Ergebnisse erzielen zu können. So, jetzt habe ich es. Also wirklich super schön gestaltet, liegt auch super in der Hand. Also es ist ein leichtes, damit auch zu bügeln. Trotz dessen, dass wir hier auf super kleinem Raum arbeiten, erzielen Sie effektive Ergebnisse. Ja, sogar ein Dampfbügeleisen. Sie sehen, man kann Wasser reinfüllen, dann wird das alles noch gründlicher, noch besser. Du hast recht, durch diese kleine Form kann man auch mal kompliziertere Sachen ganz, ganz einfach bügeln. Und Sie sehen das, ein-, zweimal rüber und schon ist alles wieder glatt. Unser Dampfbügeleisen ist natürlich radikal reduziert jetzt hier für nur 15 Euro mit der Bestellnummer NC5709 und der 569. Sie sehen, Sie sparen 70% im Gegensatz zur unverbindlichen Preisempfehlung. Super Start hier, ein Dampfbügeleisen, was wirklich überall Platz hat.
Das passt auch mal in eine Sporttasche, wenn man so ganz klein verreist. Aber damit kann man dann immer ordentlich aussehen. Finde ich richtig klasse. Kann auch jeder brauchen. Die Preise gelten übrigens genau 2 Stunden. Oder falls unser Kontingent eher weg ist, dann kann das auch schon mal eher als 2 Stunden sein. Sie müssen also schnell sein. Super Start hier mit unserem kleinen Bügeleisen. Jetzt machen wir weiter mit Strom. Strom können wir alle sehr gut gebrauchen, dass wir da sparen können. Jeder Cent hilft, jedes Watt hilft, was nicht verbraucht wird. Hier schlägt es noch einmal 15. Strom können wir gut gebrauchen, sondern viele Stromsteckplätze. Hier haben wir eine Mehrfachsteckdose mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Steckplätzen. Ist super, um Strom beispielsweise zu sparen, wenn Sie alle Geräte mal einfach vom Netz nehmen wollen. Zum Beispiel beim Fernseher, wo Sie ja auch noch alles Mögliche haben. Aber für mich ist das Nonplusultra einfach der Bequemlichkeitsfaktor. Mhm. Ich habe Ihnen mal hier eine Lampe mitgebracht. Die stecke ich jetzt einfach in die Mehrfachsteckdose und dann habe ich hier nämlich noch einen magischen Schalter mit dabei und das ist dieser hier. Das ist ein Fußschalter und den lege ich jetzt zu Diana und Diana kann jetzt ganz einfach diese Lampe an- und ausschalten, ohne dass ich hier diesen Schalter betätigen muss. Diana, ich lege dir den das einfach mal auf Fußschalter. Den Boden. Das ist nämlich ein Fußschalter. Das heißt, vom Sofa aus kannst du ganz einfach deine Lampe jetzt steuern. Seid ihr bereit? Oh. Lampe an. Zack, Lampe aus. Lampe an, Lampe aus, Lampe an, Lampe aus, Lampe an. Das ist ja immer sonst ein Problem, ne? wenn man die Steckdosen so, die sind ja meistens an der Wand irgendwo untergebracht, möglichst natürlich auch nicht sichtbar, es soll ja auch schön aussehen. Aber wenn man dann, sogar wenn man eine hat mit so einem Schalter, muss man erst immer hinterklettern und den Schalter manuell bedienen. Hier ist es natürlich super elegant gelöst, auch hier. Eleganteste Stichwort, ne? Per Funk, du musst dich nicht bücken. Du musst keinen Schalter suchen, du musst nicht 5 Stecker ziehen oder 6 Stecker ziehen, sondern einfach nur per Knopfdruck hier mit diesem Fußschalter. Auch schön, dass der Fußschalter so flexibel ist, dass du den nicht auch noch kabelgebunden hast. Wir haben eine Reichweite von 10 Metern, die wir hier überbrücken können mit dem Funksignal. Ich habe keine Kabelstolperfallen, weil ich auch alles schön an Kabel wegräumen kann, hinter den Schrank räumen kann und so weiter. Mhm. Und das ist einfach nur wunderbar. Mehrfachsteckdosenleisten brauchen wir ohnehin. Das ist die clevere Mehrfachsteckdosenleiste, die ich hier zum Preis von nur 15 Euro unbedingt nach Hause bestellen würde. Mhm. Weil schon für eine stinknormale Mehrfachsteckdose zahlst du so viel, ne? Ja, 6 Stück hier. Ich finde, die sieht auch relativ schick aus hier. Eine 6-fach-Funksteckdosenleiste mit Funkfußschalter kostet heute bei uns in der Sendung nur 15 Euro, so wie alles in dieser Sendung. Den können Sie bestellen hier mit der Bestellnummer PX8337 und der 569. Das war schon der 2. Hit hier in dieser Sendung. Also seien Sie schnell, weil diese Sachen, gerade wenn wir so tolle Sachen haben wie diese Steckdosenleiste, die sind relativ schnell ausverkauft. Sie haben noch Zeit, am besten sofort anrufen, damit Sie sich den sichern können und Ihnen den niemand vor der Nase wegschnappt. Aber wir machen weiter mit einem Produkt, was ich selber habe. Es schlägt wieder 15. Wie Sie wissen, ist Ingo unser IT-Profi, sprich er sitzt viel auch mal vor dem Computer oder vor dem Laptop und gerade in den Abendstunden ist Licht ein wichtiges Thema. Man könnte meinen, ja gut, ich habe ja hier einen leuchtenden Bildschirm, aber Sie wissen selber, wenn Sie da längere Zeit dran arbeiten, es ist nicht optimal. Entweder, weil die Tastatur nicht beleuchtet ist oder weil sich die Deckenlampe hier spiegelt in dem Laptop hier auf dem Bildschirm. Und da sollten Sie dafür sorgen, dass Ihre Augen entlastet werden, indem Sie hier genau diese USB-LED-Leuchte ganz einfach anbringen. Ist fast universal einsetzbar auf jede Laptop-Größe. Und dann haben Sie Licht an der Tastatur, Licht auf dem Bildschirm, auf der Bildschirmfläche, sodass Sie auch solche Spiegeleffekte verhindern und für gutes Arbeiten sorgen können. Sie sehen, ich habe jetzt gerade hier die Klemme angebracht. Das Schöne ist, die Webcam bleibt hier auch frei. Mhm. Das kann ich Ihnen zeigen, indem ich es mal hochklappe. Und da sehen Sie auch mal, wie hell das Licht ist. Hier die Webcam
die bleibt frei. Ich kann das tatsächlich so hochklappen, um mich mal auszuleuchten, wo wir gerade von der Webcam gesprochen haben, für eine Videokonferenz. Wenn die Videokonferenz beendet ist, dann leuchte ich einfach nochmal meine Tastaturfläche aus. Ganz einfach kann ich es abnehmen, wenn ich unterwegs den Laptop wieder zuklappen will. Ich habe auch noch ein schönes Samttäschchen mit dabei, sodass ich das auch jederzeit mitnehmen kann. Wird ganz einfach betrieben über den USB-Anschluss. Und was ich auch noch machen kann, ist hier über eine kleine Fernbedienung die Farbe steuern oder überhaupt die Helligkeit. Seht ihr das? Jetzt ist es warmweiß geworden, jetzt noch mal ein Ticken wärmer. Hier sieht man das ganz dimmen kann man es auch. Ich finde die so praktisch, gerade für am Computer zu arbeiten. Laptop natürlich, aber ich habe es bei mir gemacht, die auch an den normalen Monitor ran, weil da ist ja auch oft so, dass man die Tastatur gar nicht sehen kann. Wo ich es jetzt kürzlich erst entdeckt habe, ich spiele Klavier und dann mache ich das oben an meine Noten ran. Weil da ist auch immer so eine Sache, dass man das nicht so gut sehen kann, wenn man gerade davor sitzt. Also eine ganz, ganz tolle Lampe, die klein genug ist, damit sie in jede Laptoptasche auch reinpasst, mit der Sie immer fantastisches Licht haben, hier für 15 Euro mit der Bestellnummer NX4792 und der 569. Ich habe die seit 2 Jahren und liebe die. Die kommt überall mit, egal wo ich unterwegs bin, mit meinem Laptop. Aber so viele Anwendungen dafür. Sie werden auch die richtige für sich finden. Ja, jetzt waren wir im Technikbereich, aber wir gehen jetzt mal in die Küche, würde ich sagen. Es schlägt wieder 15. Küchenprodukte geht, wenn es hier nicht um einen Crepe-Maker gehen würde, dann auch noch ein Preisalarm. Das ist ein ultra cooles Schnäppchen. Und jetzt gerade im Dezember, wo Sie wahrscheinlich auch viel auf Weihnachtsmärkten unterwegs gewesen waren, sind Sie doch mit Sicherheit auch wieder auf den Geschmack gekommen von so richtig leckeren Crepe. Es wäre das schön, wenn ich die jederzeit, wann immer ich Lust habe auf einen Crepe, auch zu Hause machen könnte. Und das geht super einfach mit diesem XL-Crepe-Maker. Genauso kenne ich das auch von den professionellen Weihnachtsmarktstandbetreibern oder aus Frankreich. Wie Sie wissen, ich bin ja auch Halbfranzösin, dementsprechend lege ich Wert auf richtig gute Crepe und eine richtig gute Qualität, was so einen Crepe-Maker angeht. Wir haben eine antihaftbeschichtete Fläche hier, sodass das Crepe nicht ankleben kann. Wir haben hier auch noch einen Temperaturregler, total super gemacht. Und natürlich ist das Zubehör hier auch mit dabei. Zum Crepe aufnehmen und falten. Ne? Ich empfehle Ihnen immer, hier die Falten vorher einzuprägen sozusagen. Ich habe das einmal gesehen, du kannst das echt gut. Ne? Ey, ich bin voll begeistert. Das ist wie bei diesem Weihnachtsmarkt, ja, hatten wir immer. Ja? Ja, das ist, die nutzen auch sowas. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch und ich finde das wirklich schön, dass du kannst jederzeit zu Hause was probieren, auch kreativ sein. Es gibt so viele Rezepte. Das ist nicht nur zum Beispiel Apfelmus oder du kannst wirklich mit Käse machen, du kannst mit Schinken machen, du kannst natürlich mit Schokopaste und so weiter. Und natürlich, ich glaube, für Kinder, das ist auch fasziniert, weil wer mag keine Crepes, ne? Ja, definitiv. Und vor allem, du hast es gesagt, Variationen reinbringen. Nicht nur was das angeht, was oben drauf kommt, sondern auch mal beim Teig. Also das, der herzhafte Crepe sozusagen heißt ja Galette. Ah, Galette ja? machen. Auch richtig gut. Mal so ein bisschen mit Rucola, Schinken. Am besten, und Käse. Du kochst und ich probiere. Weil sowas bei Crepe kriegst du mich direkt an den Herd. Da, wirklich. Also Crepe, da bin ich sofort mit dabei. Und ich liebe es, Crepe selber zu machen. Also es gibt auch so ein Restaurant in Göttingen zum Beispiel, da kannst du zum Frühstücksbuffet Crepe machen. Ich mache immer freiwillig für alle Crepe am Tisch. Weil es macht so viel Spaß. Es ist so toll, so ein Gerät auch zu Hause zu haben. Sein eigen zu wissen. Ja, in der Pfanne kriegt man sowas gar nicht hin, ne? Ja, du brauchst ja auch das Zubehör, ne? Das ist ja auch wichtig fürs Feeling, ne? Dass ich da hier richtig schön Crepe machen kann, wie die professionellen Franzosen das eben auch machen. Und das ist einfach nur eine richtig schöne Freude, einfach jederzeit so unkompliziert auch mal einen Crepe zu machen. Bei uns essen auch Crepes mit Kaviar. Oh, sehr, Lachs und Kaviar, ihr habt es ja, ne? Ich habe Kaviar von Weihnachten im Kühlschrank. Du musst noch einen Shot zu diesem Crepe trinken. Kriegen wir hin. Das Jana, kriegen wir mein hin. Date. Du, ich hab auf dem Weihnachtsmarkt habe ich mir eingeholt. Ich bin da natürlich auch dann mit
Schokosoße mit Eierlikör und Bananen. Oh. Ich glaube, der hat 6,50 Euro oder 7 Euro gekostet. Ja, das ist ja auch so ein sehr Punkt. Teuer. So teuer. Aber schauen Sie sich unseren Preis an. Im Preisalarm nur 15 Euro. Das sind 2 Crepe auf so einem Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Kann ich jetzt hier ganz einfach clever investieren. Das stimmt. 15 Euro. Sie sehen den Originalpreis bei Pearl.de. Da sind wir bei 37 Euro. Radikal reduziert unser Preisalarm heute. Der XL Crepe Maker. Wie heißt der herzhafte? Galette. Galette, das muss ich mir merken. Die Bestellnummer sage ich Ihnen noch. Das ist die NX4857 und die 569. Crepe mag jeder. Also ich kenne niemanden, der keine Crepe mag. Hier kann man mal richtig sich gut gehen lassen mit einem eigenen Crepe-Maker. Wir sind in der kalten Jahreszeit, da gibt es schon mal eine Erkältung. Oh, ja. Da haben wir was für Sie hier. Es schlägt wieder 15. Und falls Sie sich gefragt haben, warum ich gerade so mitleidig in die Kamera geschaut habe, weil genau hinter der Kamera ist zum Beispiel gerade eine kranke Kandidatin. Gute Besserung an dieser Stelle, aber jeder weiß es zu schätzen, wenn man einfach gut einschätzen kann, wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Bin ich denn jetzt wirklich so erkältet? Habe ich Fieber? Kann ich noch rausgehen oder nicht? Und da haben wir ein richtig schönes, niegelnagelneues, kompaktes Fieberthermometer. Das ist so genial, weil das das perfekte Familienthermometer auch ist. Sie werden das kennen, also diese klassischen Thermometer, die sind out. Ne? Gerade bei den kleinen Kindern sorgt das gerne mal für Schreiereien, wenn da was sonst wohin gesteckt wird, wo es nicht hingehört. Aber das hier ist das Thermometer, wo Sie überhaupt keine Schreiereien und kein Geweine mehr hören werden. Mit diesem Ohr- und Stirnthermometer. Sie sehen, ich habe hier einen Aufsatz. Jetzt bin ich gerade im Stirnmessthermometer-Modus. Das sehe ich hier auch an der Anzeige. Wenn ich die Kappe ganz einfach abnehme, schaltet der direkt um auf die Ohrmessung. Das sind die 2 Varianten, übers Ohr oder über die Stirn. Genial auch deswegen, weil du hier ein Gerät hast, was super gut in der Hand liegt, aber auch Speicherkapazität hat. Das heißt, 50 Speicherplätze hast du da, kannst dann auch mal im Verlauf sehen, wie die Temperaturverlaufskurve so ist. Also das ist auch wirklich super, oder? Vor allem berührungsfrei, ne? Ja. Also beide Alternativen, die du da gezeigt hast, Stirn oder Ohr, sind beide angenehmer als an manche Kindheitserinnerungen, die ich so habe. Hier 36, ist es wirklich ganz einfach abzumessen. Gerade auch, wenn Sie Kinder haben, die krank sind, dann will man die auch schlafen lassen, wenn sie dann mal im Fieber eingeschlafen sind. Hier kann man wirklich ganz, ganz problemlos einfach an die Stirn und dann die Temperatur messen hier. Das mit ist diesem Neuheit, ja, bei uns, ne? Medizinischen Infrarot-Fieberthermometer. Ist übrigens eine Neuheit bei uns. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich war ganz gespannt, Rebecca, hier. 33 Euro normalerweise, bei uns heute nur 15 Euro. Es ist kein Preisalarm. Dahin dürfen Sie tatsächlich mehrmals bestellen. Falls ich es noch nicht gesagt hatte, den Crepe Maker, den Preisalarm vorhin, dürfen Sie bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Aber hier ist schon super nachgefragt, ne? Ist schon super nachgefragt, ja. Da muss man schnell sein, bevor er weg ist. Also das Fieberthermometer hat die Bestellnummer ZX7079 und die 569. Ja, machen wir weiter im Technikbereich. Es geht um Kamera. Mein Auge an Sachen, wo ich nicht zu Hause bin, können jetzt aufgenommen werden. Es schlägt wieder 15. Ihr drittes Auge, das nicht zwischen der Stirn und oder kleiner als ein Auge ist. Das dritte Auge im spirituellen Sinne ist hier oben, meine ich. Ja, ja. Aber das dritte Auge ist flexibel und ultra kompakt kommt das daher. Das können Sie überall platzieren, wo Sie einfach mal einen Blick drauf haben möchten. Das kann diverses sein. Auch wenn Sie einfach nur schöne Bilder aufnehmen wollen. Schauen Sie mal, ich habe hier so einen Clip, dann kann ich das ganz einfach am Pulli festmachen und habe hier wie so eine Actioncam, kann also dann unterwegs filmen, was ich mit meinen Augen sehe und das festhalten. Aber natürlich auch mal hier platziert im Bücherregal, kann ich einen ganzen Raum oder das Geschehen in einem ganzen Raum aufnehmen. Übrigens auch mit Bewegungserkennung. Das heißt, er kann auch erst dann automatisch starten mit der Aufnahme, wenn er Bewegung vor der Kamera. Wie so eine Überwachungskamera, ne? Überwachungskamera, aber auch Webcam. Auch das ist möglich. Dadurch, dass die Klammer hier ja mit dabei ist, kann ich das auch einfach an den Bildschirm klemmen und habe dann auch eine hochwertige HD-Videokamera.
auch für die Videotelefonie. Super Funktion. Mikrofon ist selbstverständlich auch noch mit dabei. Eine Micro-SD-Karte können Sie noch einlegen, bis zu 32 GB. Können Sie dann darauf an Bildmaterial festhalten. Mhm. Also das ist eine richtig schöne Allrounder-Kamera und ich hätte nicht gedacht, dass das in so einem kleinen Format nur 15 Euro möglich ist. Aber wir machen es natürlich für Sie möglich. Du weißt auch noch, früher die Videokameras, die waren, das war, musste man fast schon mit beiden Händen halten oder mein so. Mein Opa hatte die immer auf der Schulter. Und mit auf der Schulter sogar, Ja, genau, so groß war die. Videokameras sind kleiner geworden und das ist die kleinste, die ich bis jetzt gesehen habe. In HD nimmt die auf, das heißt beste Qualität, brillante Farben und das eben entweder so als Actioncam, vielleicht auch mal auf so ein Fernsteuerauto raufsetzen. Also ganz Modelleisenbahn zum Beispiel. Ja, weil das wirklich so klein ist, ne? Ja. Das finde ich wirklich beeindruckend hier. Und das dann eben hier in HD auch noch dazu. Oder auch als Überwachungskamera, wenn Sie mal sehen wollen, ob Ihr Hund zu Hause tatsächlich nicht aufs Sofa geht, wenn Sie nicht da sind. Eine ganz tolle Sache hier. Eine HD-Mikro-Videokamera. Und die ist ja kaum größer als ein Eiswürfel oder kleiner als ein Eiswürfel. Kleiner als ein Eiswürfel, minimal größer als ein Zuckerwürfel, würde ich sagen. Super, super klein. Super kompakt, aber gerade so diese Variante, ne, zum Beispiel, du gehst auf Wanderung und hast es einfach mal so in der Hemdtasche stecken und kannst die ganze Umgebung aufnehmen, ohne dass du irgendwas in der Hand halten kannst. Auch das finde ich so eine Sache. Ach, du filmst uns schon die ganze Zeit, Diana. Ja, sieht ja gar nichts. Ja, sieht aus wie eine schicke Anstecknadel, wenn man es überhaupt sieht. Sehr, sehr klein hier. Die Bestellnummer für die HD-Mikro-Videokamera ist die NX4927 und die 569. Ich habe mir neulich für meinen Computer tatsächlich eine Webcam gekauft. Die war teurer und kann auch nur HD. Also ein Dollarpreis hier. Bei mir im Laptop, die Kamera, die eingebaut ist, ist in der Tastatur drin. Da sieht man immer ungünstig aus. Wenn Sie auch so eine Kamera haben, die ungünstig eingebaut ist, ist das allein schon hier die 15 Euro wert. Aber Sie werden so viel Spaß damit haben hier. Die Bestellnummer sage ich Ihnen nochmal, das ist die NX4927 und die 569. Auch hier die Webcam-Qualität ist sehr beeindruckend. Ne? Finde ich klasse. Auch Mikrofon, alles mit dabei. Ganz einfach zu bedienen natürlich. Das war unsere HD-Mikro-Webcam oder Überwachungskamera. Aber wir gehen tatsächlich jetzt wieder mal in den Spielbereich. Wir gehen wieder en aller à France. Wenn ich das. On y va. Also, es schlägt wieder 15. Das Spiel Boule oder Pétanque ist auch sehr beliebt in Frankreich. Und sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Und sehr, sehr schwer, aber genau so muss das sein, um auch hier wieder alle Kriterien zu erfüllen, um richtig französisches Flair unterwegs Spiel und Spaß zu bringen. Wir haben hier ein ganzes Set für Sie. Schauen Sie mal, eine richtig schöne Verpackung hier, eine richtig schöne Tragetasche, womit ich dann unterwegs sein kann, zum Beispiel auf einer schönen Wiese oder eben auf so einem Pétanque-Feld, ne, mit Sand, so ein bisschen abgegrenzt. Und dann kann ich hier mein Equipment rausnehmen. Das ist ja in Frankreich ein Sport, der sehr beliebt überall, ist. Ne? Und du siehst in den ganzen Parks, zum Beispiel in Paris, ganz viele mit diesen Kugeln spielen. Und das finde ich so toll. Das sind diese echten, richtig schweren Kugeln. Bitte schön. Du bist Team 1-linig. Du bist Team 2-linig. Also man sieht halt immer an dem Muster, ne, welches Team oder welche Kugel wem gehört. Und ich nehme das mit den 3 Streifen. Ich würde vorschlagen, wir spielen hier nicht, aber wir sehen das hier, wie das funktioniert. Wir schmeißen erstmal eine kleine Kugel. Die nennt man in der Fachsprache Cochonnet. Le Cochonnet, das ist der Cochonnet. Und da muss man so nah wie möglich drankommen mit seiner Kugel. Und wer am nächsten dran ist, der hat dann gewonnen. Natürlich kann man da auch ein bisschen tricky unterwegs sein und versuchen, die andere Kugel wegzuschmeißen, sozusagen weiter weg von dem Cochonnet. Also es macht einfach nur Freude, ist ein Sport bzw. auch ein Spiel, was jung und alt gleichermaßen Spaß macht. Gerade die Rentner, die siehst du gerne mal in Paris, in diesen Parks, auf diesen Pétanque-Sandflächen damit spielen. Super. Ich habe das auch, ich glaube, in Frankreich gesehen, dass Leute haben das gespielt. Überall, aber ich könnte nicht verstehen, was ist das genau. Aber das ist wirklich super interessant. Ich glaube, wir sollten auch auf die Pause spielen, weil das ist wirklich schön. Ja,
Also es ist sehr, sehr hochwertig. Total. Die sind richtig schwer hier und hier Chrome-Look, also sehen sehr elegant aus. Und dann, wie gesagt, hier kriegen Sie das komplette Set. Mit Abstandsmesser auch noch. Ach, Abstandsmesser ist sogar auch noch dabei. Ja, also wir sind richtig professionell, aber dass es keine Streitereien gibt. Wahnsinn, wirklich. Dann gibt es auch keine Streitereien hier. Auch das kostet nur 15 Euro hier. Regulärer Preis bei uns 34 Euro, also schon sehr günstig. Hier für ein komplettes Buhl- und Boccia-Spiel mit der Bestellnummer NX5875 und der 569 kommt das zu Ihnen. Das war sie fast schon wieder, aber einen Hammerartikel haben wir natürlich noch für Sie hier. Also den Preis habe ich für unmöglich gehalten, aber Sie haben Glück. Es ist in der 15-15-Sendung, es schlägt nochmal 15. Ein Handy für nur 15 Euro und ein ganz besonderes Handy, weil hier denken wir an die Familienmitglieder, die sich vielleicht mit einem normalen Handy, wie wir es jetzt so im Gebrauch haben, nicht so zurechtfinden können. Was macht ein einfaches Handy aus? Wenige Tasten, ein gutes Display und große Tasten. Ich denke jetzt zum Beispiel an Kinder, die du vielleicht spielen schickst auf den Spielplatz. Du möchtest dich einfach ein bisschen wohler fühlen in dem Sinne, dass der ganz einfach die 1 wählen kann für Mama und dann ist Mama am Telefon. Es hat nur 4 Tasten, sehe ich das genau, richtig? Genau, richtig. Oder für ältere Personen. Ne? Ja. Da kannst du auch 4 Nummern hinterlegen, stellen sie per SMS für ihr Familienmitglied ein. Und dann weiß man zum Beispiel, die 1 ist jetzt der Sohnemann, den kann ich anrufen. Wir haben aber auch hier an Notfälle gedacht, gerade wenn wir an ältere Personen und Herrschaften denken, haben wir hier auch die Möglichkeit eines Garantrufs über diese Notfalltaste. Garantruf wird Ihnen vielleicht ein Begriff sein, weil Sie hier ganz einfach auch sich selber, nicht nur den älteren Personen, sondern sich selber Sicherheit verschaffen, indem Sie das einer Person mit in die Hand geben, wo Sie nicht ausschließen können, dass die mal stürzt zum Beispiel. Ne? Und über diese Garantruffunktion werden jetzt 5 eingespeicherte Personen nacheinander angerufen, bis der erste rangeht. Und dann geht auch automatisch die Freisprechfunktion an. Angenommen, Szenario, Oma Hildegard ist gerade gestürzt. Ne? Dann liegt sie da und kann jetzt vielleicht nicht unbedingt noch eine Nummer sehen und eine Nummer wählen. Und über die Garantruffunktion können Sie sicher sein, dass Sie erreicht werden. Und falls alle 5 gespeicherten Rufnummern nicht erreicht werden können, dann wird immer noch der Notruf gewählt. Also auch das ist möglich. Das schenkt Sicherheit nicht nur Menschen, die einfach nicht mehr mit so einem modernen Smartphone zurechtkommen, sondern auch Ihnen als derjenige, der da einfach mal an Angehörige denkt, egal ob es jetzt ältere Herrschaften sind oder jüngere Herrschaften. Also das ist ein Telefon, da wissen Sie hundertprozentig, wem Sie das in die Hand drücken wollen. Für 15 Euro müssen Sie nicht lange überlegen. Ist auch SIM-Lock-frei, ne? Das heißt, Sie besorgen sich einfach eine SIM-Karte, das kann eine ganz günstige sein, legen die ein und zack, funktioniert das alles schon nach ein paar Einstellungen per SMS. Und da habe ich hier auch schön groß die Uhrzeit, wie wir sehen. Also einfacher geht es doch kaum, oder? Ja, vor allem, weißt du, ich kann dann, wenn ich das kleinen Kindern schenke, gebe, dann können die wirklich nur diese 4 Nummern anrufen, keine anderen. Und wie gesagt, diese SIM-Lock-frei, ich kann also wirklich, im Supermarkt gibt es ja die unglaublichsten Angebote da, einfach eine SIM-Karte holen und dann geht das auch schon los hier. Ich weiß auch, diese Notruffunktion gibt es ja auch so als Knopf, den man um Armband macht. Ja. Das kostet immer monatliche Gebühren. Ja. Das hier ist eine einmalige Anschaffung. Für nur 15 Euro mit der PX2461 und der 569. Wenn Sie Senioren oder kleine Kinder haben, ist das ein ideales Handy für die. Das war unsere 15-15-Sendung für Sie. After Christmas. Sie haben mit Sicherheit was gefunden, was Ihnen gefällt. Jetzt müssen Sie schnell sein, damit Ihnen das niemand vor der Nase wegschnappt. Dann wünschen wir Ihnen viel Spaß damit.